Ich eröffne die Aussprache. Ja, und das pünktlich, denn jetzt in dieser Minute beginnt die Aktuelle Stunde zu den Auswirkungen der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Und die Linke hat das Ganze beantragt. Und es spricht als Erste die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali. Die Linke hat diese Aktuelle Stunde zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen beantragt. Warum? Weil die Wahl von Herrn Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von FDP, CDU und AfD Bedeutung hat, weit über die Grenzen Thüringens hinaus. Es geht um die Frage, in welchem Zustand unsere Demokratie ist. Und dieser Zustand, der ist alarmierend. Die unumstößliche Lehre aus der deutschen Geschichte, der Nachkriegskonsens aller demokratischen Parteien war: kein Fußbreit den Faschisten, keine Zusammenarbeit mit Nazis, weder direkt noch indirekt. Aber genau das ist geschehen am 5. Februar. Keine zwei Wochen nach dem 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz lässt sich der Kandidat der FDP, die es mit Ach und Krach überhaupt in den Landtag geschafft hat, mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow, der großen Rückhalt in der Bevölkerung hat, verliert sein Amt und die AfD jubelt. Der Faschist Björn Höcke gratuliert zur Wahl. Und nein, das war kein Versehen. FDP und CDU wussten, was passieren kann. Wir alle wissen von den Vorwarnungen, von den Absprachen. Und niemand, wirklich niemand hat Herrn Kemmerich gezwungen, die Wahl anzunehmen. Und niemand hat Herrn Lindner dazu gezwungen, für das Amt viel Glück zu wünschen, anstatt diesen Vorgang klar zu verurteilen. Hier wurde eindeutig ausgetestet, wie weit man gehen kann. Und nur auf Druck der Öffentlichkeit und auf Druck couragierter Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, nur auf diesen Druck hin kündigte Herr Kemmerich am nächsten Tag an, seinen Rücktritt vorzunehmen. Und ich danke den vielen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die aufgestanden sind und lautstark deutlich gemacht haben, das lassen wir nicht zu. Das ist ein Tabubruch, hochgefährlich für unsere Demokratie. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass Antifaschistinnen aufstehen, dass der Protest laut bleibt. Und genau dieser laute Protest, das ist der Unterschied zu 1930 und die große Chance, die wir heute haben, zu verhindern, dass deutsche Geschichte sich wiederholt. Aber der Scherbenhaufen ist da. Unsere Demokratie hat großen Schaden genommen. Und ich kann die vielen Mitglieder von Union und FDP verstehen, die jetzt ihren Parteiaustritt erklären. Und auch wenn ich als Linke andere politische Überzeugungen habe, dann freut mich das nicht. Denn es ist nicht gut, wenn wir Menschen für die Demokratie verlieren. Viele Menschen, die haben ihr Vertrauen in die Demokratie verloren durch diese Wahl, die zwar formal demokratisch, aber gegen alle demokratischen Grundwerte war. Es ging um Macht. Um jeden Preis, mit dem Ziel, auf Biegen und Brechen Bodo Ramelow zu verhindern. Ein Ministerpräsidenten mit höchsten Beliebtheitswerten, weil er in Thüringen eine sozial gerechte Gesellschaft gestaltet. Akzeptiert bis in konservative Kreise. Und die CDU hält bis heute in völliger Verantwortungslosigkeit ihren Unvereinbarkeitsbeschluss aufrecht. Sie verweigert jede Zusammenarbeit mit der Linken. Die Lehre aus der Weimarer Republik lautet aber, dass alle demokratischen Kräfte zusammenstehen müssen. Gegen Rechts, gegen Faschismus. Das ist die Verantwortung für alle Demokraten, für unsere Demokratie. Aber die CDU wiederholt wie ein Mantra die nachweislich falschen Behauptungen, dass die Linke ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet hätte, dass wir keine Demokraten seien. Absurd! Absurd! Der Grund, warum die CDU
uns ausgrenzt, ist ein völlig anderer. Weil wir, die Linke, dieses Wirtschaftssystem in Frage stellen. Weil wir laut fordern, dass Multimillionäre gerechte Steuern auf ihr Vermögen zahlen sollen. Weil wir laut fordern, dass grundlegende Dinge der Daseinsvorsorge wie Wohnen, Energie, Gesundheitsversorgung, dass die nicht dem Diktat des Marktes unterworfen werden, sondern in öffentliche Hand gehören. Wir fordern konsequent, dass von dem enormen Wirtschaftswachstum, von der enormen Wirtschaftskraft in unserem Land endlich alle Menschen profitieren. Sie grenzen die Linke aus, damit sie die Legende aufrechterhalten können, dass ihre Politik, die die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehen lässt, dass die alternativlos sei. Das ist unverantwortlich. Denken Sie an die Menschen in Thüringen. Diesen Freitag wird das erste Mal seit 70 Jahren ein Bundesland im Bundesrat nicht vertreten sein. Wichtige Entscheidungen können in Thüringen nicht gefällt werden, weil keine Regierung vorhanden ist. Ein unhaltbarer Zustand. Der muss schnellstmöglich behoben werden. Und mein Appell an Sie, Kolleginnen und Kollegen von Union und FDP, der lautet, hören Sie auf mit Ihren unsinnigen Ratschlägen in Richtung Thüringen. Jüngst schlagen Sie, Herr Lindner, vor, dass Stefan Kaufmann ein Kandidat vom Ministerpräsidenten werden soll. Der erfährt davon aus der Presse, er will gar nicht kandidieren. Das ist doch absurd. Lassen Sie die Menschen vor Ort entscheiden. Es geht um den Erhalt unserer Demokratie. Darum, Sie müssen jetzt Ihren Schlusssatz sagen. Dass die Gesellschaft nicht weit auseinanderdriftet, in Thüringen und in der ganzen Republik. Vielen Dank. Amira Mohamed Ali war das, die Fraktionsvorsitzende der Linken hier zum Auftakt dieser Aktuellen Stunde, die übrigens sehr prominent besetzt ist, wenn man auf die Rednerliste schaut. Parteichefs, die hier sprechen werden, wie Christian Lindner und jetzt für die CDU beispielsweise deren Generalsekretär Paul Ziemiak. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist richtig, dass wir heute diese Aktuelle Stunde haben. Es geht darum, über die Verantwortung zu sprechen, über das zu sprechen, was in der vergangenen Woche passiert ist. Ich habe dazu als Generalsekretär der CDU deutliche und klare Worte gefunden. Es geht um die Verantwortung. Es geht auch um die Verantwortung von uns als Union. Es ist ein Ministerpräsident mit Unterstützung der AfD gewählt worden. Und das ist genau, sehen Sie, danke für die Bestätigung, warum das genau falsch ist. Ich sage Ihnen noch mal, warum. Es ist viel geschrieben worden. Es ist viel geschrieben worden über die AfD, über ihre Beziehung zu rechtsextremen Szenen, über das, was sie kundtun, den Volkstod durch Bevölkerungsaustausch. Sie machen die Parlamente in Deutschland verächtlich. Sie fordern in der Erinnerungskultur an die Shoah eine 180-Grad-Wende. Genau also das Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft leben. Aber ich könnte jetzt, meine Damen und Herren, meine komplette Redezeit auf weitere Beispiele verwenden. Aber ich glaube, ein Tweet der AfD in der vergangenen Woche nach der Wahl des Ministerpräsidenten bringt ihre komplette Haltung auf den Punkt. So twitterte der Sprecher der Abgeordneten der AfD im Europäischen Parlament nach der Wahl in Thüringen. Mit der Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich unter dem Hashtag Thüringen: Die Auswanderung Michel Friedmanns rückt näher. Und genau das ist der Grund, warum in Deutschland kein Ministerpräsident mit den Stimmen solcher Leute gewählt werden darf. Sowas, meine Damen und Herren, kann man nur mit einem Wort beschreiben: Das ist widerwärtig. Und dann gibt es einige, die sagen, Warum nennt der CDU-Generalsekretär Herrn Höcke einen Nazi? Ganz einfach, weil er einer ist, weil er erwiesenermaßen einer ist. Und Sie wissen es, Sie wissen es. Und deswegen werde ich das auch weiterhin tun. Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, aber all dieser Zorn und diese Wut und die politische Auseinandersetzung innerhalb einer Demokratie, auch mit der AfD, rechtfertigt nicht, auch nicht in der vergangenen Woche, unglaubliche Beleidigungen und Beschimpfungen auch von Herrn Kemmerich, auch von Kolleginnen und Kollegen der FDP, anderer Parteien. Ich schließe meine mit ein.
Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt. Egal ob links, egal ob in der politischen Mitte. Und ich sage das auch, weil ich gelesen habe, dass die Kinder beschützt werden müssen, weil die Familien beleidigt werden müssen. Das gilt für alle Parteien. Und übrigens, das füge ich hinzu, wir setzen uns hier auseinander mit Herrn Höcke, mit Herrn Gauland und wie sie alle heißen. Aber die Familien und die Kinder auch von AfD-Abgeordneten haben damit nichts zu tun. Kinder sind Kinder und Kinder haben ein Recht, Kinder zu sein, meine Damen und Herren. Und dann wird jetzt wieder vorgetragen, die CDU müsste ihr Verhältnis zu Linken überdenken, gerade in dieser Situation. Es wäre doch langsam an der Zeit. Ja, was sollen wir da überdenken? Sollen wir die Mauertoten noch mal nachzählen? Sollen wir überlegen, ob sozialistische Diktaturen, die Sie unterstützen, ob wir ein anderes Verhältnis dazu haben wollen? Sollen wir als CDU noch mal überlegen, ob Deutschland in der EU bleiben soll, ob wir noch in der NATO bleiben sollen? Meine Damen und Herren, Sie haben Teile Ihrer Partei werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie haben Teile Ihrer Partei, die sich nicht von Gewalt gegen Menschen distanziert. Was gibt es da zu diskutieren mit uns? Und Herr Ramelow ist Ihr Kandidat der Linken. Und deswegen wird er von uns keine Unterstützung bekommen, wie jeder andere Kandidat der Linken für das Amt des Ministerpräsidenten. Ja? Stimmt alles nicht? Stimmt alles nicht? Stimmt alles nicht? Ich will Ihnen mal was sagen. Wir gedenken heute des Bombardements Dresden, wo Zehntausende Menschen getötet wurden. In einem verbrecherischen Krieg, der von deutschem Boden ausging, damals durch ein Bombardement, sind Tausende, Zehntausende von Menschen gestorben. Und über Twitter verbreitet heute die Jugendorganisation dieser Partei, der Linken, damals, Sie kennen es, Bomber Harris, ein Symbol für die Bombardierung Dresdens. Ihre Jugendorganisation verbreitet heute, ich zitiere mit der Erlaubnis des Präsidenten, Bomber Harris, do it again. Es wird mit Ihnen keine Zusammenarbeit geben, wer so eine Jugendorganisation hat, meine Damen und Herren. Es gibt viele Schlüsse, die wir aus der vergangenen Woche ziehen müssen. Es gibt viel zu tun, übrigens auch für mich als Generalsekretär, für alle auch in der Union. Ich will nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, eine Sache wissen wir doch auch. Es geht jetzt darum, dass wir die politische Mitte in diesem Land stärken und nicht die Ränder. Und dafür wird die CDU-CSU-Bundestagsfraktion arbeiten. Dankeschön. Sagt Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU. Und er bekam hier für seine Rede immer mal wieder vom ganzen Haus Beifall, außer von der AfD-Fraktion. Und wie es die Abfolge der Redner hier will, folgt jetzt hier als Nächster am Rednerpult Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn ein Außerirdischer, sagen wir, vor 6 Wochen auf Deutschland geblickt hätte und nun in den letzten Tagen noch einmal, muss er das Gefühl haben, ein Meteor habe eingeschlagen und einen Putsch ausgelöst, dem nun auch die CDU-Vorsitzende zum Opfer gefallen ist. Doch, meine Damen und Herren, es gab weder einen himmlischen Steinschlag noch einen Putsch, sondern es wurde in einem deutschen Parlament ein demokratischer Abgeordneter von anderen Demokraten zum Ministerpräsidenten gewählt. Das ist die natürlichste und demokratischste Sache von der Welt. Und meine Damen und Herren, es ist auch natürlich und demokratisch, dass eine Partei, wenn sie sieht, dass der eigene Kandidat keine Chancen hat, einen anderen ihr immer noch näher stehenden wählt, zumal wenn sie den Wählern die Abwahl des alten Ministerpräsidenten versprochen hat. Soweit, meine Damen und Herren, so normal. Nicht normal ist es in einer Demokratie, das Ergebnis rückgängig zu machen, wie die Kanzlerin es formulierte, weil die abgegebenen Stimmen ideologisch anrüchig erscheinen. Denn Abgeordnete sind in ihrem Abstimmungsverhalten frei. Nicht einmal Walter Ulbricht wäre hier Frau Merkel gefolgt. Bei dem galt noch die Parole, wir müssen alles in der Hand haben,
aber es muss demokratisch aussehen. Und das sieht nicht mal demokratisch aus. Und nicht normal ist es, meine Damen und Herren, wenn linker Straßenterror aus der sogenannten Zivilgesellschaft gegen Angehörige des Gewählten und Büros der FDP diesem versuchten Verfassungsbruch Nachdruck verschaffen soll. Irgendeinen Faschisten braucht die Linke offensichtlich immer. Meine Damen und Herren, wir wissen heute, dass das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt im Jahre 1972 an einer vom MFS gekauften Stimme gescheitert ist. Niemand ist damals und später auf die Idee gekommen, die erfolgreichen Brandt-Jahre als illegitim zu betrachten. Gemäß der neuen Logik sind AfD-Stimmen offensichtlich schmutziger als gekaufte MSF-Stimmen. Wenn das gilt, liebe bürgerliche Kollegen, werden Sie künftig häufig auf Görlitzer Koalitionen, also alle gegen einen, zurückgreifen müssen, was uns nur stärker macht. Ob Sie das alles wirklich durchdacht haben? Der nächste Schritt dürfte dann sein, dass das Kooperationsverbot mit der Linken aufgehoben wird, wie es Herr Günther fordert. Und ich fürchte, Herr Günther setzt sich eher durch als Herr Ziemiak. Denn so seine Logik, die Hufeisentheorie sei falsch. Man könne die AfD nicht mit der Linken vergleichen. Stimmt. Stimmt. An einem Ende des Hufeisens steht eine demokratische Volkspartei. Am anderen Ende stehen die Erben der Mauermörder, die noch immer Enteignung und Sozialismus fordern. Und sollte die CDU, anders als Herr Ziemiak jetzt sagt, diesen Weg gehen und beispielsweise Bodo Ramelow ins Amt verhelfen, Zitat, wüsste nun wirklich niemand, wer wofür die CDU steht, wie es der Kommentator der Welt formulierte. Meine Damen und Herren, uns kann das nur recht sein. Wir wären dann die einzige Oppositionspartei und die Union würde die SPD auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit begleiten. Gut, dass das Konrad Adenauer und Helmut Kohl nicht mehr erleben müssen. Schade nur, liebe Kollegen von der CDU, dass dann eine bürgerliche Mehrheit auf lange Zeit keine Machtoption mehr sein dürfte. Dankeschön. Alexander Gauland, der Fraktionschef der AfD-Fraktion. Die AfD hat übrigens gestern beschlossen, dass sie aufgrund der Vorgänge in Thüringen Strafanzeige gegen die Bundeskanzlerin stellen wird. Die AfD sieht Amtsmissbrauch durch deren Äußerungen zur Wahlkämmerich. Die Bundeskanzlerin hatte ja bei ihrem Besuch in Südafrika im vergangenen Woche zu der Wahlkämmerich unter anderem gesagt, es sei unverzeihlich und hat es gefordert, rückgängig zu machen. Für die SPD ist Carsten Schneider parlamentarischer Geschäftsführer, aber vor allem kommt er aus Thüringen. In Thüringen in der vorigen Woche, am 5. Februar. Am 6. Februar 1990 hat in Weimar die Nationalversammlung ihre Arbeit aufgenommen. 101 Jahre später wird in Thüringen ein Ministerpräsident der FDP gewählt, der gerade mal 5% der Bevölkerung in der Wahl hinter sich hatte. Der gewählt wurde mit Stimmen der AfD, die in Thüringen über den besonders rassistisch-völkischen Flügel von Herrn Höcke repräsentiert wird. Dies ist ein maßgeblicher Tabubruch in der deutschen Geschichte und deswegen war der Aufbruch in der Bevölkerung und auch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit so wichtig. Und warum ist das ein Tabubruch? Wir haben gesehen in der Zeit von 1919 bis 1933, da sollte man ab und zu nachschlagen, Herr Gauland, dass Demokratien keine Ewigkeitsgarantie haben. Wir haben gesehen, dass gerade dann, wenn rechtsautoritäre Parteien nicht isoliert, sondern eingebunden werden, Sie schreiben das in einem Buch wie Demokratien sterben, die Harvard-Professoren Steven Levitsky und Daniel Zimblatt, wenn Angst und Opportunismus oder Fehleinschätzung etablierte Parteien dazu bringen, Extremisten in den Mainstream zu führen, ist die Demokratie in Gefahr. Und genau das ist in Thüringen geschehen. Genau das ist in Thüringen geschehen.
Wenn Sie, mein Heimatland ist wunderschön, ist aber auch klein und überschaubar. Und insbesondere diejenigen, die in der Politik sind. Man kennt sich. Und jeder wusste, ich habe es öffentlich vorher noch in einem Tweet, weil hier so viele Tweets zitiert werden, öffentlich gemacht, sowohl an die FDP als auch an die CDU gesagt, lasst euch nicht mit Stimmen der AfD wählen. Das ist eine Finte und leider ist die FDP und die Union bewusst auf diese Finte eingestiegen, nur um Bodo Ramelow als Ministerpräsident zu verhindern. Meine Damen und Herren, das war für FDP und CDU kein Ruhmesblatt. Und Herr Lindner, Sie haben kurz darauf, es gab unterschiedliche Reaktionen. Herr Söder war sehr klar, 16 Uhr, sehr klar, sehr schnell. Er hat seine Lektion in Bayern gelernt, wenn man sich zu sehr auch der Sprache der Extremisten bedient. Nicht nur der Themen, auch der Sprache. Herr Lindner, Sie haben eine Verteidigungs-, eine sowohl als auch, ich war mir nicht so ganz sicher, Rede gehalten, so irgendwie wie immer. Sie haben jedenfalls keine politische Verantwortung genommen. Im Gegenteil, Sie haben Herrn Kemmerich gute Nerven gewünscht und viel Glück. Und jetzt haben Sie eigentlich nichts mehr damit zu tun. Herr Lindner, ich finde, Sie sollten einmal in Ihrem Leben politische Verantwortung übernehmen. Einmal. Und dass es kein Problem der FDP ist, das will ich auch mal ganz klar sagen. Und auch kein Problem der Demokratie in Deutschland. Die ist stabil, hat sich gezeigt, weil sich sehr, sehr viele Kollegen auch Ihrer Fraktion, auch Ihrer Partei sehr eindeutig, sehr schnell positioniert haben, gesagt haben, mit Stimmen dieser extremistischen AfD lässt man sich nicht ins Amt heben. Davon sollten Sie lernen. Aber auch an die Seite der Union. Ich bin, muss Ihnen das ehrlich sagen, einigermaßen entsetzt gewesen, Herr Kollege Ziemiak, dass Sie hier so eine Rede jetzt hier wieder die Linkspartei gehalten haben, weil ich glaube, es wird dem Tabubruch, der da standgefunden hat, und auch der in Teilen Führungslosigkeit, die leider an der Stelle in der Union geherrscht hat, nicht gerecht. Es ist ein Ablenkungsmanöver heute hier gewesen, insbesondere wenn ich vor dem Hintergrund der Blockparteivergangenheit der Union denke. Ich will Ihnen das nicht vorwerfen, denn es gehört zur Geschichte dazu, aber man sollte auch dazu stehen. Die CDU in Ostdeutschland muss sich überlegen, Sie muss sich überlegen, ob sie mit der Gleichsetzung, fatalen Gleichsetzung von Linkspartei und AfD, ihrem Ausschluss hier im Bundestag als auch in der Öffentlichkeit und in den Parlamenten in Thüringen und in den anderen ostdeutschen Ländern, ob sie damit nicht das Geschäft der politischen Rechten machen, die sie angeblich stärken wollen. Weil es führt dazu, dass sie an der Stelle einfach nicht dicht sind. Also, dicht. Sie wissen schon, was ich meine. Weil Sie haben sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Thüringen, nicht nur Kolleginnen und Kollegen, die, man kann das nachweislich der Zeit heute nachlesen, sehr offen dafür sprechen und sagen, das ist überhaupt kein Problem mit der AfD, die seien doch gewählt zu koalieren. Es ist aber ein zentrales Problem für die CDU. Ich bin froh, dass die Bundeskanzlerin im Koalitionsausschuss und auch sonst sehr klar reagiert hat, sehr klar Kante gezeigt hat. Das war à la Bonheur. Aber Sie müssen es auch für die Union auf Dauer klären. Und es gibt Kooperationen auf kommunaler Ebene. Und diese Kooperation, meine sehr verehrten Damen und Herren, die dürfen in diesem demokratischen Land, Bundesrepublik Deutschland, nicht sein. Wir müssen auf die politische Rechte in Deutschland nicht nur aufpassen, sondern wir dürfen ihnen keinen Spalt breit geben. Die Sozialdemokraten sind das Bollwerk des Antifaschismus. Vielen Dank. Carsten Schneider, der sich hier unter anderem an der CDU und auch an der FDP abgearbeitet hat, Christian Lindner, der jetzt als Nächster kommt, der hat zumindest als eine Auswirkung von Thüringen die Vertrauensfrage gestellt im Parteivorstand und wurde dort bestätigt. Von 36 Mitgliedern stimmten 33 mit Ja und sprachen ihm das Vertrauen aus. Meine Kolleginnen und Kollegen, in Thüringen hat ein freier Demokrat für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren wollen, um für seine fünfköpfige Fraktion ein Signal für die politische Mitte zu setzen. Er wurde aber gewählt mit Stimmen der FDP, der CDU und vor allem Stimmen der AfD. Und dadurch wurden die Motive dieser Kandidatur in ihr Gegenteil verkehrt. Wir sind verletzt, weil wir Zweifel an unserer klaren Haltung als demokratische Partei der Mitte geweckt haben.
Und wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und darüber hinaus die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen. Und dafür entschuldige ich mich namens der Freien Demokraten. Die Freien Demokraten tragen Verantwortung für den Schaden von Thüringen. Dieser Verantwortung haben wir uns aber gestellt und binnen 24 Stunden die notwendigen ersten Konsequenzen gezogen. Anders als hier gesagt worden ist von der Kollegin der Linken, von dem Kollegen der SPD und anders als die AfD zuruft, ich habe nicht am Mittwoch in meiner ersten Reaktion viel Glück gewünscht. Ich habe mein Amt als Parteivorsitzender an die klare Abgrenzung der FDP von jeder Kooperation mit der AfD gebunden. Dabei wird es allein nicht bleiben. Dabei wird es allein nicht bleiben. Wir arbeiten grundlegend auf und unterziehen uns einer Prüfung. Dazu setzen wir eine Arbeitsgruppe unter Leitung unseres Experten für Rechtsextremismus, Benjamin Strasser, ein. Sie wird neue Narrative und Methoden der AfD sowie deren Einfluss und unsere Reaktion darauf untersuchen. Dazu werden wir auch Ratschläge von außen hören. Erfurt war ein Fehler, aber wir unternehmen alles, damit er sich nicht wiederholen kann. Die Entscheidung im Thüringer Landtag war nicht Ausdruck einer neuen Position der FDP, sondern Anlass für eine Bestätigung unserer Haltung. Mit einer Partei wie der AfD kann es keine Kooperation geben. Wir sind nicht Ihr Steigbügelhalter zur Macht. Herr Gauland, Sie haben hier heute von bürgerlichen Regierungen und einem bürgerlichen Lager gesprochen. Und das passt ja an einen neuen Erzählstrang der AfD. Waren es früher die Altparteien, so sprechen Sie jetzt von einem angeblichen bürgerlichen Lager mit CDU und FDP. Die AfD vertritt in Wahrheit ein Denken völkischer Überlegenheitsfantasien, das auf Ausgrenzung und Antiliberalität basiert. Zumal in Thüringen, Herr Gauland, zumal in Thüringen versucht die AfD sich in Anknüpfung an den Nationalsozialismus. Die AfD ist nicht, war nicht und wird nie Teil eines bürgerlichen Lagers sein, sondern im Gegenteil. Wenn Sie von Bürgerlichkeit sprechen, dann wollen Sie sich nur selbst verharmlosen und Sie entwerten den Begriff des Bürgersinns damit. Und das hat der 5. Februar doch selbst gezeigt. Ihnen loben Ihre Vordenker als neue, feine Variante im taktischen Arsenal der AfD. Ihr öffentliches Angebot an einer Beteiligung an der Regierung haben Union und FDP abgelehnt. Im Thüringer Landtag haben Sie dann einen eigenen Kandidaten vorgeschlagen. Und zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus haben Sie diesen Kandidaten dann selbst nicht gewählt, sondern stattdessen im Geheimen einen anderen Kandidaten. Sie sprechen hier von Normalität und Demokratie in Gauland. In Wahrheit war es Destruktion. Und das ist nicht fein und taktisch, das ist verschlagen und ehrlos, was Sie gemacht haben. Wir sind, verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind mit Kritik konfrontiert und wir nehmen Kritik an. Wenn aber FDP und AfD gleichgesetzt werden, wenn jüdische Kommunalpolitiker der FDP in Frankfurt als Nazis beschimpft werden, wenn Parteibüros diffamiert und beschmiert werden, wenn die Kinder von FDP-Mitgliedern angegangen werden, dann werden wir uns zur Wehr setzen. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht, den wir aufarbeiten. Wenn aber der Versuch unternommen wird, diesen Fehler zu instrumentalisieren, um uns auch in anderen Fragen mundtot zu machen, dann werden wir uns nicht einschüchtern lassen.
Wir haben uns vorführen lassen, mein letzter Gedanke, wir haben uns vorführen lassen von ganz rechts. Und nun wird von ganz links dasselbe versucht. Alles, was man schon immer an der FDP abgelehnt hat, kommt nun in einen Topf mit Erfurt, von Jamaika bis zur Klimapolitik. Und auch da darf sich niemand täuschen. Auch in polarisierten Zeiten werden wir weiter für Freiheit, Rechtsstaat, unser Verständnis von Marktwirtschaft und die politische Mitte unsere Stimmen erheben. Christian Lindner, Partei- und Fraktionschef der Liberalen, ja, Fehler und Bedauern, das hat er in der vergangenen Woche häufiger schon wiederholt, aber bemerkenswert heute noch einmal ganz klar und deutlich. Ich entschuldige mich, sagte er im Namen der Freien Demokraten. Wir sind beschämt, weil wir die AfD, weil wir der AfD ermöglicht haben, die Demokratie zu beschädigen. Das sagte Christian Lindner hier. Jetzt hören wir Katrin Göring-Eckardt für die Grünen. Die Fraktionsvorsitzende kommt aus Thüringen. Unterlassen Sie bitte diese albernen Zwischentöne, die Sie da gerade äußern. Das ging in Richtung der AfD, Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann. Ich konnte leider von dieser Stelle aus nicht hören, was dort gesagt wurde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man braucht nur 4 Buchstaben, um eine klare demokratische Haltung klarzumachen. Nein. Nein sagt man zu Faschismus, nein sagt man zu Rechtsextremisten und nein sagt man zu Ihnen von der AfD, meine Damen und Herren. Und nein sagt man auch, wenn man von der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist. Und ein solches klares Nein hätte es am letzten Mittwoch, und zwar sofort, gebraucht, als die AfD mit ihrem Schmierentheater und einem eigenen Kandidaten versucht hat, die Demokratie vorzuführen. Meine Damen und Herren von der AfD, das, was Sie dort versucht haben, das, was Sie dort versucht haben, ist misslungen. Sie haben weitergemacht, den Versuch, die Demokratie zu unterhöhlen, sie auszuhöhlen und sie am Schluss zu erschüttern. Das ist Ihnen misslungen, und das ist gut so, weil die Demokratinnen und Demokraten gemeinsam gestanden haben, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen eines sagen: Mit der Demokratie und mit dem Parlament zockt man nicht. Das ist kein Spiel. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir in diesem Land, in diesem gemeinsamen Land, nach dem Grauen des Nationalsozialismus, nach dem Kulturbruch der Nazis, nach dem furchtbaren Verlust der Menschlichkeit wieder ein demokratisches Gemeinwesen errichtet haben. Und wir arbeiten jeden Tag daran, diese Verfassung zu schützen, unsere Demokratie wetterfest zu machen gegen ihre Feinde, gegen die Feinde der Demokratie. Und wer die bewusst zerstören will, der liebt dieses Land nicht, der will dieses Land brennen sehen. Sie lieben dieses Land nicht, Sie wollen es brennen sehen. Und deswegen stehen die Demokratinnen und Demokraten hier gemeinsam auf, meine Damen und Herren. Und natürlich ist es sehr bedenklich, dass FDP und CDU in Thüringen wohl dachten, sie kämen damit irgendwie durch. Und wer heute in der Zeit liest, wie einzelne Abgeordnete der Landtagsfraktion das sehen, der muss erschüttert sein, auch darüber, dass es tatsächlich viele vorher gewusst haben. Und es ist für mich, Christian Lindner, Sie haben in den letzten Tagen versucht, sehr deutlich zu machen, wo Sie stehen. Und ich habe sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Sie jetzt sagen, Sie wollen das auch aufarbeiten in Ihrer Partei. Das ist gut und das ist richtig. Aber zu sagen, das war von Anfang an alles klar, nein, ich habe es nicht verstanden. Es war am Anfang geschwurbelt. Und deswegen frage ich Sie auch ganz klar und deutlich, und wenn Sie es aufarbeiten, ist denn jetzt nationalliberal, wie Sie es auf Dreikönig gesagt haben, wirklich heute noch eine Wurzel der FDP, ja oder nein? Und wenn Sie sagen nein, dann bin ich sehr froh, weil dann können wir gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten arbeiten. Und natürlich ist und bleibt es für mich nicht erträglich, dass die Thüringer CDU-Fraktion, so muss man es sagen, heute sich noch hinstellt und sagt, wir konnten das doch nicht wissen. Und so tun, als ob die AfD vielleicht von Ehrenmännern durchzogen werde in Thüringen. Nein, die AfD in Thüringen wird von Herrn Höcke angeführt, von einem Faschisten angeführt, der Flügel wird beobachtet. Und das ist nichts mit Ehre, das sind auch nicht die Freunde vom Feuerwehrverein, sondern das sind die, die Demokratie wirklich untergraben wollen und ausholen, meine Damen und Herren.
klare Kompass. Der klare Kompass, den wir erlebt haben am letzten Mittwoch, der kam von sehr vielen. Aber zuallererst kam er von den Bürgerinnen und Bürgern, die auf die Straße gegangen sind, vor die Staatskanzlei, vor den Landtag in Thüringen, in vielen Orten der Republik auf die Straße gegangen sind. Das waren Gewerkschafterinnen, das waren Ärztinnen, das waren Polizistinnen, das waren Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und ich finde, darüber können wir gemeinsam sehr froh sein. Es waren aber auch andere. Es war ein Großteil der Medien. Es war ein Großteil der demokratischen Parteien hier in Berlin, die das deutlich gemacht haben. Und ich sage das ausdrücklich in Ihre Richtung, Herr Ziemiak. Ich war sehr froh über Ihr Statement. Ich war sehr froh über das Statement von Annegret Kramp-Karrenbauer, von Angela Merkel, von Herrn Kretschmer. Man könnte die Liste noch lang machen von Herrn Söder. Er ist hier erwähnt worden. Ich war sehr froh darüber. Das ist aber auch ein Auftrag für uns, weil es niemals einen Zweifel geben kann, dass jemals wieder eine Partei, die von einem Faschisten angeführt wird, Königsmacherin sein darf, nirgendwo, für keine Mehrheit, für gar nichts, meine Damen und Herren. Und eines ganz am Schluss. Ich bin ja Teil der Bürgerrechtsbewegung der DDR. Und deswegen, jetzt drehen Sie völlig frei, ne? Und deswegen ist es mir ganz persönlich. Deswegen ist es mir ganz persönlich nicht leicht gefallen, Verhandlungen mit der Linken in Thüringen zu führen vor der letzten Legislaturperiode. Ich will das ganz persönlich sagen, weil das nur ging. Weil das nur ging aus einem einzigen Grund. Weil sich die Linkspartei dort mit ihrer Vergangenheit als SED-Nachfolgepartei auseinandergesetzt hat. Ich sage Ihnen das und bitte Sie, es nachzulesen. Als jemand, der Bündnis 90 mitbegründet hat, als jemand, der für die Demokratie auf die Straße gegangen ist in der DDR. Und deswegen bitte ich Sie ganz herzlich, nicht Ihre Identität zu verraten. Das ist schwierig genug und das verstehe ich auch. Und ich sehe auch nicht, dass es eine Äquidistanz ist. Sie sagen ja immer, das ist ein Unterschied. Aber sich anzuschauen, was es bedeutet, in der politischen Situation in Ostdeutschland zu sagen, wir werden auf keinen Fall. Drei Punkte. Ich glaube, wenn man Demokratie will, dann geht es heute nicht mehr so einfach. Das ist meine herzliche Bitte. Ich bin 1989 auf die Straße gegangen für Freiheit und für Demokratie. Und das Großartige an den letzten Tagen ist, dass wir alle gesehen haben, Demokratie braucht Haltung, sie braucht Überzeugung, dann ist sie wehrhaft. Das haben wir gemeinsam gemacht, die Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus und in diesem Land. Darauf können wir stolz sein. Deswegen bin ich zuversichtlich, meine Damen und Herren, dass es gelingt, sie nicht zu denen zu machen, was sie gerne wollen, nämlich die Demokratie zu unterhöhlen. Sie ist stark, sie ist wehrhaft, unsere Verfassung steht und darauf können wir stolz sein. Vielen Dank. Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, hat ihre Wurzeln in Thüringen. Und Aussprache. Und es liegt mir fern, sie abzuwürgen oder zu reglementieren. Aber die Geräusche, die Sie vor der Rede von Katrin Göring-Eckardt gemacht haben, deuten darauf hin, dass Sie einer Rednerin nicht den gleichen Respekt entgegenbringen wie einem Redner. Und das werde ich als Präsident immer unterbinden. Ja, das war jetzt noch mal die Klarstellung von Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann in Richtung der AfD. Die Bemerkung, die er vor der Rede von Göring-Eckardt schon gemacht hat und sich dort in der AfD-Fraktion verbeten hatte, die Bemerkungen bzw. Geräusche zu machen. So, jetzt auch aus Thüringen. Tagret Schipanski für die Unionsfraktion spricht er. Als Vorsitzender eines CDU-Verbandes erhalte ich seit vergangenem Mittwoch viele Anfragen von Parteifreunden, Bürgerinnen und Bürgern. Ich möchte Sie an den Fragen und Antworten in den nächsten 5 Minuten gerne teilhaben lassen und freue mich, dass auch Gäste aus Thüringen dieser Debatte hier oben auf der Tribüne beiwohnen. Frage 1. Warum habe ich nach den Ereignissen vom 5. Februar von einem Tabubruch gesprochen? Wir haben an diesem Tag bei der Ministerpräsidentenwahl im 3. Wahlgang ein kalkuliertes Chaos erlebt, in dem die AfD die Hauptrolle spielte.
Das taktische Verhalten der AfD hat gezeigt, dass sie es mit einem eigenen Kandidaten nicht ernst gemeint haben, sondern die bürgerlichen Parteien vorführen wollten. Bedauerlicherweise mit Erfolg. Es zeugt von mangelndem politischem Gespür, dass die Fraktionen von FDP und CDU im Thüringer Landtag in diese Falle getappt sind. Dass die FDP und die AfD als Steigbügelhalter akzeptierte, ist beschämend. Dafür hat sich Christian Lindner heute entschuldigt. Dieser Makel würde aber gleichfalls an der CDU Thüringen kleben, wäre sie in eine Regierung unter Kemmerich eingetreten. Zur Wahrheit gehört ferner, dass diese Situation auch deshalb zustande kommen konnte, weil die CDU in Thüringen die Wahlniederlage bei der letzten Landtagswahl nicht akzeptiert hat und nicht willens war, die von dem Wähler ihr übertragene Oppositionsrolle anzunehmen. Frage 2. War die Wahl Kemmerichs ein Fehler? Meines Erachtens hat die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag bei der Ministerpräsidentenwahl einen Fehler gemacht. Dieser Fehler ist aber nicht unwiderruflich, wenn man dazu steht, Verantwortung übernimmt und wenn sich die Möglichkeit bietet, diesen berichtigt. Das heißt natürlich nicht, den absurden Aufforderungen zu folgen, Ramelow proaktiv zu wählen. Übrigens war es auch ein Fehler, dass sich Bodo Ramelow ohne eine Mehrheit im Parlament hinter sich zu wissen der Wahl gestellt hat. Ein weiterer Fehler war zudem, dass Kemmerich die Wahl überhaupt angenommen hat. Frage 3. Bedurfte es in dieser Situation eines Hinweises aus Berlin? Ich sage ja. Die CDU Deutschland und die CDU Thüringen haben eine ganz klare Positionierung zum Verhältnis und Umgang mit Linke und der FDP. AfD. Wenn ein CDU-Präsidiumsmitglied, der zudem einen Landesverband führt, vom klaren Kurs seiner Partei abweichen würde, möchte und nach links und rechts blinkt, dann erwarte ich einen Hinweis aus der Bundespartei. Warum ist diese klare Abgrenzung nötig? Es geht um Abgrenzung und nicht um Ausgrenzung. AfD und Linke wollen keinen Politikwechsel, sondern einen Systemwechsel. Sie wollen ausweislich ihre Parteiprogramme den demokratischen Verfassungsstaat überwinden. Sie wollen ein anderes Gesellschaftssystem abseits unserer bewährten Staatsordnung. Sie verfolgen jeweils ihre Ideologie und bedienen sich des Populismus. Ohne Wertekompass und ohne Bekenntnis zur freiheitlichen Demokratie. Ramelow ist kein flauschiger Linker, wie es in der SPD heißt, und der rechte Höcke ist in der AfD kein Einzelfall. Es gibt keinen Platz für Verharmlosung. Frage 5. Darf man die Parteien am politischen Rand jenseits der Mitte gleichsetzen? Natürlich sind Linke und AfD nicht gleich, aber die Zusammenarbeit mit ihnen ist für die Union gleich unmöglich. Und das ist Markenkern der Union. Ich kann nur davor warnen, den Fehler der SPD in Thüringen nachzumachen. Vor 5 Jahren hat sie dort das Experiment gewagt, unter der Führung eines linken Ministerpräsidenten eine Regierungskoalition einzugehen. Sie brach damit ein Tabu in der Hoffnung auf neue Stärke. Es gab im Herbst 2014 Demonstrationen in Thüringen, friedlich mit Kerzen vor Kirchen, gegen die Koalition von Wahlverlierern. War die Thüringer SPD mit ihrer Strategie erfolgreich? Im Gegenteil, sie beschleunigte ihren Schrumpfungsprozess und ist jetzt bei einstelligen Wahlergebnissen angelangt, von der Beliebigkeit zur Bedeutungslosigkeit. Frage 6. Warum hat sich die Bundeskanzlerin aus Südafrika zu Wort gemeldet? Angela Merkel steht ganz sicherlich nicht im Verdacht, Politik nach DDR-Vorbild zu machen. Das ist absurd. Das ist absurd. Vielmehr hat sie ihren CDU-Parteifreunden empfohlen, das Ergebnis einer Ministerpräsidentenwahl rückgängig zu machen, das nur zustande kam, weil die AfD für die Wahl ihr taktisches Manöver missbrauchte und FDP und CDU ihr das mit ihrem Verhalten erst ermöglichte. Frage 7. Wird jetzt in Berlin entschieden, was in Thüringen zu geschehen hat? Nein! Der Koalitionsausschuss hat eine Empfehlung gegeben. Einzig und allein die Verfassungsorgane im Freistaat Thüringen entscheiden über den Weg aus ihrer Regierungskrise. Das betrifft die Ministerpräsidentenwahl wie auch die eventuellen Neuwahlen, die ich persönlich für unglücklich halten würde. In der Thüringer Union haben nun die Kreisvorsitzenden das Heft des Handelns in die Hand genommen. Es wird einen Landesausschuss, einen Landesparteitag geben. Der Weg für einen Neustart ist geebnet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tino Chrupalla jetzt für die AfD-Fraktion, der Parteichef als nächster Redner in dieser Aktuellen Stunde, beantragt von der Linken.
Herr Präsident, liebe Gäste auf der Besuchertribüne, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, auch werte Vertreter auf der Regierungsbank. Es ist gut, dass wir hier und heute über Thüringen reden, über all das, was sich nach der demokratischen Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringens abgespielt hat. Also darüber, wie diese demokratische Wahl von den meisten Medien und allen Parteien mit Ausnahme der AfD in den Schmutz gezogen wurde, auch von Teilen der FDP. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte vieles in diesem Land für möglich gehalten. Spätestens seit unsere Bundeskanzlerin 2015 gegen jedes Recht und Gesetz die Grenzen öffnete. Aber das, was nach der rechtmäßigen demokratischen Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich geschah, das hätte ich mir nun wirklich nicht vorstellen können. Und darum sage ich, werte Bundeskanzlerin, Ihr Verhalten und das vieler Ihrer Parteifreunde ist zutiefst beschämend. Sie haben vor aller Welt das Vertrauen in die deutsche Demokratie erschüttert. Und damit haben Sie dem Ansehen Deutschlands erheblichen Schaden zugefügt. Ja, da können Sie krakeelen. Die Wahrheit tut weh. Denn die Wahrheit ist, Sie und Sie, Sie haben Ihre parteipolitischen Interessen über den Parlamentarismus gestellt. Ja, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Da wird einem frisch gewählten FDP-Ministerpräsidenten vom fernen Südafrika aus der Rücktritt empfohlen. Während eines Staatsbesuchs ordnet Bundeskanzlerin Merkel in Pretoria an, das muss rückgängig gemacht werden. Und das sind Zeichen von einer Bananenrepublik, muss ich Ihnen sagen. Und ich sage es Ihnen. Wir leben längst in einer Republik, in der ein paar rapide an Vertrauen und Einfluss verlierende Parteien sich mit allen Mitteln, auch mit unlauteren, an die Macht klammern. Denn was wir in Thüringen erlebt haben, war die Kriegserklärung des Altparteienstaates an den Parlamentarismus. Bisher war es ein untrügliches Kennzeichen für Diktaturen, wenn Wahlen für nichtig erklärt wurden, deren Ausgang den Herrschenden nicht genehm war. Seit dieser Woche wissen wir, hier wollen massive Kräfte, dass letztlich nicht mehr Wähler und Parlamente entscheiden. Diese Herrschaften und ihre medialen Steigbügelhalter reden gerne und viel von Demokratie. Aber wenn die Demokratie zu Ergebnissen führt, die ihnen nicht in den Kram passen, dann pfeifen Sie auf den Wert der demokratischen Selbstbestimmung. Dann treten Sie den Parlamentarismus mit Füßen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin in der DDR aufgewachsen und war alt genug zu begreifen, wie sich ein System hinter einer demokratischen Fassade einrichtet. Angela Merkel ist wie ich selbst ein Kind der DDR und dennoch agiert sie immer stärker im Stil einer Staatsratsvorsitzenden als einer Kanzlerin. Nach alter SED- und FDJ-Schule annulliert sie nicht nur eine Ministerpräsidentenwahl. Nein, sie zerstört das Fundament unserer Demokratie, die freie Meinungsäußerung. Nur weil ihr Ostbeauftragter Hirte dem FDP-Kandidaten Kemmerich zur unerwünschten Wahl gratulierte, wurde er entlassen. Und genau so entsteht ein Klima der Angst und des Hasses. Angst davor, das Falsche zu sagen. Angst davor, die Falschen zu wählen. Und der Hass auf den vermeintlichen Gegner. Meine Damen und Herren, mit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten sind Herrn Kemmerich und seiner gesamten Familie Tag und Nacht auf Polizeischutz angewiesen. Warum wohl? Gegen ein System, das solche Ängste schürt und instrumentalisiert, sind die DDR-Bürger 1989 auf die Straße gegangen. Aber sie haben sich für die Freiheit nicht erkämpft, um die nun wieder zu verlieren, weil die Altparteien um ihre Existenz fürchten. Meine Damen und Herren, zur Demokratie gehört die Fähigkeit zum Kompromiss und die Bereitschaft und die Kraft, Niederlagen einstecken und anerkennen zu können. Diese Eigenschaften kann ich weder bei der Bundeskanzlerin noch bei weiten Teilen der CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und den Medien erkennen. In diesem Sinne waren die Ereignisse in Thüringen keine Schande, wie die Bild-Zeitung urteilte, und auch kein weiterer Schritt zur Unkultur, wie die Zeit schrieb. Es ist unverantwortlich, den Menschen einen solchen Unsinn auch noch einreden zu wollen.
Thüringen war ein Fanal. Die Ereignisse offenbarten den fragilen Zustand unserer Demokratie. Sie haben uns gezeigt, wie leichtfertig CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und Teile der Medien unsere Freiheit und Demokratie aufs Spiel setzen. Sie werfen uns vor, wir sägten am Ast der Demokratie. Aber in Wirklichkeit tun Sie es selbst. Ich plädiere eindringlich dafür, dass wir uns zu einem fairen politischen Diskurs zurückkehren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tino Chrupalla war das für die AfD, deren Parteivorsitzender wurde auch Bundessprecher genannt. Und jetzt hören wir hier als nächste Rednerin aus den Reihen der Sozialdemokraten Elisabeth Kaiser. Auch sie kommt aus Thüringen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich am 5. Februar in Straßburg zur deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung eintraf, da wusste ich noch nicht, welch traurige internationale Berühmtheit mein Heimatland Thüringen an diesem Tag erlangen würde. CDU und FDP haben in Thüringen den gemeinsamen demokratischen Konsens verlassen und mit den Stimmen der AfD einen Ministerpräsidenten gewählt. Der Schlag, den dieses verantwortungslose Verhalten der beiden Thüringer Landtagsfraktionen unserer Demokratie versetzte, der war auch in Frankreich schmerzlich zu spüren. Wie sollten wir unseren französischen Freunden erklären, was gerade in Deutschland passiert ist? Aber als demokratische Parlamentarier bestärkten wir in Straßburg unser gemeinsames Ziel, dass es keine Zusammenarbeit mit Antidemokraten und Faschisten geben darf und auch keine Tolerierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Thüringen hat erschreckend gezeigt, welche Gefahr für unsere Demokratie mit der AfD in die Parlamente eingezogen ist. Jetzt müssen wir den Schaden begrenzen. Für uns als SPD ist klar, dass der sofortige Rücktritt von Thomas Kemmerich als Ministerpräsident unumgänglich war und Neuwahlen das Gebot der Stunde sind. Die Thüringer SPD fürchtet sich nicht vor einer Neuwahl, denn hier geht es um unsere Demokratie, um unsere Werte und um Haltung. Und die scheinen CDU und FDP in Thüringen verloren zu haben. Und verloren ist damit auch die Basis einer Zusammenarbeit mit den beiden Parteien. Sie braucht neue Legitimation. Das eigentlich Besorgniserregende ist, dass bei FDP und CDU in Thüringen nicht wirklich ein Einsehen über die Unsäglichkeit ihres Verhaltens herrscht. Ein Liberaler lässt sich mit Hilfe der AfD wählen. Die CDU unterstützt das. Und was geschieht? Die FDP behauptet, das sei eben Demokratie. Die CDU spricht von Stärkung der bürgerlichen Mitte. Und nur nach Intervention aus Berlin wird beigedreht. Aber die Haltung der Thüringer FDP und CDU ist nach wie vor die gleiche. Bis heute keine offizielle Verlautbarung aus den Erfurter Parteizentralen zu den Geschehnissen am letzten Mittwoch. Keine Entschuldigung, keine Klarstellung, nichts. Beschämend nenne ich das. Fakt ist leider auch, dass bereits vielen Thüringer Kommunalparlamenten eine aktive Zusammenarbeit zwischen AfD, CDU und FDP herrscht. Unter dem Deckmantel von Sachfragen ist das gelebte Realität. Besorgniserregend dabei ist aber, dass mich selbst politisch gut informierte Menschen fragen, warum es denn eigentlich so dramatisch sei, dass Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD gewählt worden ist. Und hier zeigt sich die eigentlich große Gefahr für unsere Demokratie, nämlich das Missverständnis von demokratisch gewählten Parteien und demokratischen Parteien. Nur weil eine Partei per Wahl demokratisch legitimiert ist, ist sie in ihren Werten und Prinzipien noch lange nicht demokratisch. Ich nenne mal drei Gründe, nur drei, warum die AfD eine demokratiefeindliche Partei ist. Sie nutzt demokratische Verfahren, um Chaos in Parlamenten zu stiften und untergräbt so die Bedeutung der repräsentativen Demokratie und die Souveränität des Volkes. Jüngstes infames Beispiel ist Thüringen, wo die AfD ihren eigenen Kandidaten mit der Aufstellung zur Ministerpräsidentenwahl zur Schachfigur machte, ohne ihn ernsthaft wählen zu wollen. Und der AfD ist es dabei völlig egal, dass sie mit ihren Manövern demokratische Verfahren ad absurdum führt.
Und zweitens wird die AfD von Menschen geführt, die unsere bestehende Demokratie abschaffen möchten. Björn Höcke wie auch andere führende AfD-Mitglieder stellen die deutsche Erinnerungskultur zum Holocaust in Frage. Sie relativieren regelmäßig die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Und im Bundestag reden Abgeordnete davon von Säuberung und Umvolkung. Die AfD spricht davon, das bestehende System abzuschaffen. Aber was heißt das denn anderes, als unsere Demokratie abschaffen zu wollen? Und drittens gehören zahlreiche Mitglieder der AfD rechtsextremen Gruppierungen an oder pflegen Kontakte zu entsprechenden Netzwerken. Jüngstes Beispiel der AfD-Fraktionschef in Arnstadt. Und Höcke selbst schreibt für Publikationen der Neuen Rechten. Und all das zeigt uns doch, dass die AfD eben keine demokratische Partei ist. Denn Demokratie bedeutet auch die Macht der Mehrheit bei gleichzeitigem Schutz von Minderheiten. Die AfD will aber die Macht Gleichgesinnter, bei Ausschluss Andersdenkender. Und deshalb sollte jeder und jeder genau überlegen, wem man Macht verleiht, wenn man die AfD wählt. Hier trägt jeder Verantwortung. Und all den Menschen, die zweifeln, die möchte ich sagen, ja, Demokratie, das Aushandeln von Lösungen und Vermitteln zwischen Interessen, das ist anstrengend. Aber unsere Demokratie muss uns den allergrößten Mühen wert sein. Sie ist doch die einzige Staatsform, bei der jeder Einzelne die größtmögliche Freiheit hat beim Schutz seiner eigenen Rechte. Und wir sind gewählt, um sachlich und politisch zu streiten, um schließlich eine breite Mehrheit für die beste Lösung zu finden. Das ist die Aufgabe von Demokratinnen und Demokraten. Dafür kämpfen wir jeden Tag, jetzt erst recht. Vielen Dank. Elisabeth Kaiser aus Thüringen sprach hier für die SPD-Fraktion in dieser Aktuellen Stunde, die ja beantragt worden ist von der Linksfraktion. Und für die Linke spricht jetzt deren parlamentarischer Geschäftsführer Jan Korte. Sehr geehrter Herr Präsident, Kollege Ziemiak, ich habe das versucht, in der Kürze noch mal zu recherchieren mit dem Tweet, den Sie hier zitiert haben. Das war nicht der Bundesverband oder unser Jugendverband, das war eine Ortsgruppe des Jugendverbandes. So viel dazu. Und ich will Ihnen mal sagen, in dieser Logik, Sie in Ihrer Partei, Sie haben ja einen Arbeitskreis kritische Rechtsradikale genannt, Werteunion. Ich sage auch nicht, dass das, was die sagen und twittern, die Meinung von Paul Ziemiak, der Bundeskanzlerin oder Ihrer Fraktion ist. Fake News, was Sie hier verbreiten. Um das mal hier gleich vorweg zu sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist die historische Zäsur in Thüringen gewesen? Die historische Zäsur in Thüringen ist folgende gewesen. Nach den Verheerungen des Faschismus und dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, gab es unter den deutschen Konservativen, unter den Bürgerlichen eine Erkenntnis, nämlich nie wieder mit Nazis zu kooperieren. Das war der Common Sense in diesen Kreisen, und zwar wohl wissend, dass es in der Weimarer Republik anders gewesen ist, wo relevante Teile der Konservativen Hitler an die Macht verholfen haben. Das ist die historische Zäsur, und sie ist schlimm genug. Ein paar grundsätzliche Anmerkungen will ich mal machen. Ich hatte ja eben bei Ihnen, Kollege Ziemiak oder Kollege Schipanski, fingen Sie an, ich dachte, okay, es ist irgendwas begriffen worden. Es hat sich irgendetwas bei Ihnen gewendet. Das hielt aber leider nur die ersten 10 Sätze. Deswegen will ich folgende historische Anmerkung machen, weil Sie es sonst nicht verstehen können, worüber wir reden. Erstens, ja, in der Tat, meine Partei, die Linke, ist die Rechtsnachfolgepartei der SED. Das haben wir auch nie verschwiegen. Das steht auf der Homepage. Darüber haben wir uns gestritten und gerungen in der Partei. Und wir haben vor allem, und das ist die entscheidende Frage, das unterscheidet uns wie viele tausend andere Sachen fundamental von Ihnen, von den Rechtsextremen. Wir haben daraus nämlich eine Schlussfolgerung gezogen, die heißt, nie wieder Sozialismus ohne demokratischen Rechtsstaat. Das ist unsere Schlussfolgerung, die meine gesamte Partei daraus gezogen hat. Genau so. Und deswegen, Kollege Ziemiak, weil Sie aufregen, deswegen stimmen wir hier auch grundsätzlich keinen Einschränkungen von Bürgerrechten zu. Das ist nämlich auch eine Lehre aus der Geschichte. Jetzt will ich aber noch mal was zur Geschichte und Ihnen sagen, weil Sie ja eben über SED, DDR und so weiter geredet haben. Ich darf mal daran erinnern,
Weil da reden Sie gar nicht, das verschweigen Sie einfach, dass die CDU Deutschland sich 1990 mit der CDU der DDR vereinigt hat. Selbes gilt übrigens für die FDP mit der LDPD. Man muss da einfach mal dran erinnern. Und vielleicht auch für die Jüngeren will ich das nochmal sagen, die CDU der DDR war keine Oppositionspartei oder gar eine Widerstandsgruppe, sondern sie war Teil der DDR-Regierung und fand alles richtig, was die DDR-Regierung gemacht hat, inklusive Mauerbau. Daran muss man mal erinnern. Und Ihre Bigotterie stinkt zum Himmel in dieser Frage. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat zu der Partei, mit der Sie sich vereinigt haben, kurz und knapp gesagt, das ist die Konrad-Adenauer-Stiftung, nicht das Neue Deutschland, hat sie ganz kurz gesagt, die CDU der DDR war das Hilfsorgan der SED. Und deswegen finde ich das schon relativ schräg. Der Ministerpräsident Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, war bereits ein Jahr vor meiner Geburt in Osnabrück in Niedersachsen bereits Mitglied der Ost-CDU. Ich möchte daran erinnern. Henry Wurm, heute für Ihre Partei, Kollege Ziemiak, der Vizepräsident des Thüringer Landtages, war von 1982 bis 1989 Mitglied der SED. Das ist ja kein Problem, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber Sie verlieren darüber kein Wort und stellen sich hier als moralischer Richter hin. Das lassen wir Ihnen nicht mehr durchgehen. Damit muss Schluss sein. Und wir könnten auch mal über die Vergangenheit der Bundesrepublik nachdenken. Seit 1949, ich finde, da muss man mehr noch wieder dran erinnern, 26 Bundesminister, ein Kanzler, die früher in der NSDAP, in der SS oder der SA gewesen sind. Man muss da doch mal dran erinnern. Vielleicht brauchen Sie mal dringend, so wie unsere Partei, wir haben das, eine historische Kommission, die sich mal mit Ihrer Geschichte einmal kritisch in Ihrem Leben auseinandersetzt. Denn Die Gleichsetzung von links und rechts führt immer zur Verharmlosung von Faschismus und Massenmord. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ich will auch noch mal eins deutlich sagen. Egon Bahr und Reinhard Höppner haben zu diesem Vergleich von DDR und Nationalsozialismus Folgendes gesagt. Egon Bahr und Reinhard Höppner. Die Unterschiede zwischen den Bergen von Leichen, die das Dritte Reich hinterlassen hatte, und den Bergen von Akten der Stasi wurden und werden vermischt. Darüber sollte man hin und wieder mal nachdenken, bei aller notwendigen Schärfe, mit der wir uns hier gegenseitig Unterstellungen machen. In diesem Sinne wäre es doch jetzt mal, Sie haben ja gerade innerparteilich ein paar Dinge zu klären, ist so mein Eindruck. Wenn Sie schon dabei sind, gehen Sie doch auch mal eine Runde in sich. Und eins ist schon relativ bizarr mit Blick auf Thüringen. Ausgerechnet die Hütte angezündet haben, machen im Minutentakt kluge Ratschläge an andere. Das ist so daneben und so aus der Zeit gefallen. Ich glaube, es ist jetzt Zeit zur Umkehr. Und dass ausgerechnet ich Sie daran erinnern muss, mit Blick auf Thüringen, endlich Ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht zu werden. Daran können Sie erkennen, was für ein fettes Problem Sie haben. Vielen Dank. Jan Korte war das für die Linke. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte den Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, am Wochenende entlassen. Denn der hatte, er ist auch Landeschef der Thüringer CDU, bei Twitter dem FDP-Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich als Kandidat der Mitte gratuliert. Nun gibt es einen neuen Ostbeauftragten, bereits ernannt von der Bundesregierung. Das ist Marco Wanderwitz. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es macht Sinn, sich noch mal das Wahlergebnis aus dem Oktober anzuschauen, um die Debatte zu beginnen. In Thüringen haben damals die Linkspartei 31% bekommen, die AfD 23. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik haben damit die politischen Ränder eine Mehrheit der Wählerstimmen erhalten. Anders als beispielsweise in Brandenburg und in Sachsen wenige Wochen zuvor. Und es macht schon Sinn, dass auch ich noch einmal darauf hinweise, wenn Sie von beiden Seiten laut schreien, scheine ich ja nicht so falsch zu liegen. Ich weise gern noch einmal darauf hin, dass wir es in Brandenburg mit der Höcke AfD, also dem extremsten Teil dieser rechtsradikalen Partei, zu tun haben. Die Wochen vergingen, es wurde gesprochen, es wurde übereinander gesprochen.
Eine Mehrheit für einen Ministerpräsidentenkandidat, eine Ministerpräsidentenkandidatin hat sich nicht abgezeichnet. Gleichwohl ging der amtierende Ministerpräsident in eine Ministerpräsidentenwahl. Gewagt zumindest. Die AfD, zu Ihnen komme ich gern, Herr Brandner, Sie gehören ja auch zum Höcke-Flügel Ihrer Partei. Die AfD wählte im dritten Wahlgang ihren eigenen aufgestellten Kandidaten nicht. Keine einzige Stimme hatte bekommen. Sie haben das Ziel gehabt, mit dieser Wahl die Demokratie verächtlich zu machen. Es ist Ihnen leider gelungen. Herr Kemmerich ist dann in diese Falle getappt mit der Annahme der Wahl. Ich danke Kollege Lindner ausdrücklich für die heute nochmals erfolgte Einordnung. Vielen Dank dafür. Natürlich hätte Herr Kemmerich diese Wahl nie annehmen dürfen, denn Demokraten dürfen sich nicht von Rechtsradikalen abhängig machen. Zurück zum Wahlergebnis. Leider sehen wir seit geraumer Zeit, dass sich die Wahlergebnisse in den alten Ländern und den neuen Ländern nach wie vor, teilweise mehr als je zuvor, deutlich erheblich unterscheiden. Die Mitte ist schwächer. Die wirtschaftliche Lage in den neuen Ländern hat sich im Verhältnis beispielsweise zu den 90ern wesentlich verbessert. Die Mitte, die regierungstragenden Parteien, profitieren davon aber nicht. Warum? Auch nach 30 Jahren ist offensichtlich die Demokratie, demokratische Prozesse, demokratische Wirkmechanismen weniger verinnerlicht, werden teilweise offen abgelehnt und diskreditiert. Die fehlende Unterscheidung, Kollegin Kaiser beispielsweise hat es hier angesprochen, zwischen einer demokratisch gewählten und einer demokratischen Partei ist leider weit verbreitet. Die mangelnde Akzeptanz für Minderheitenrechte, Kompromissfindungen, Mehrheitsentscheidungen, die demokratietragende Elemente, ist leider an der Tagesordnung. Der europäische Gedanke, von dem kein anderes Land mehr profitiert als die Bundesrepublik Deutschland, hat weniger Anhänger als in den alten Ländern. Die Extreme sind wählbarer, als das in den alten Ländern der Fall ist. Zur AfD hat Katrin Göring-Eckardt hier das Nötige gesagt. Ich möchte aber im Lichte der Rede von Kollege Körte schon ganz gern zum einen noch einmal darauf hinweisen, wer die Spinne im Netz der ehemaligen DDR war. Die staatstragende Partei, die einzige Partei, die etwas zu melden hatte, war die SED. Und es gibt viele aufrechte Christdemokraten und Christdemokraten, die ihre Parteigenossen zum Beispiel in Hoheneck in meinem Wahlkreis als politische Gefangene eingesperrt haben. Und ich möchte auch bei dieser Gelegenheit, Stichwort die Extreme sind wählbarer, auf Ihre Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Frau Hennig-Welsow, den Blick lenken. Sie ist Unterzeichnerin des Manifests Antikapitalistische Linke, vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft. Die Extreme nach beiden Seiten sind leider in den neuen Ländern auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung wählbarer. Vor uns liegt also eine große Aufgabe, die wir weiterhin gemeinsam ausfüllen müssen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Demokratie zu verteidigen, für sie zu werben. Ich lade Sie alle hier in der Mitte des Hauses, die sich beteiligen möchten, herzlich gern dazu ein. Seit Dienstag ist er der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, und hat auch das Ressort gewechselt. Er war parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium und ist jetzt ins Wirtschaftsministerium gewechselt, denn der Ostbeauftragte ist eben dort angesiedelt. So, jetzt hören wir Frau Köpetri hier als nächste Rednerin, die ja als fraktionslose Abgeordnete hier im Bundestag sitzt. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. In einem sind wir uns in diesem Haus vielleicht sogar einig. Die Causa Kemmerich und die Reaktionen darauf haben ein politisches Erdbeben in diesem Land verursacht
und ein tatsächlich auf mehrerlei Weise ein Desaster für dieses Land. Über die Gründe könnten wir freilich nicht uneiniger sein. Liebe Linke, Sie instrumentalisieren eine Debatte über die Wahl eines FDP-Abgeordneten Kemmerich und verstecken nicht einmal, dass es Ihnen im Kern gar nicht um die Verhinderung nationalsozialistischer Umtriebe geht, sondern um die Abschaffung von Wettbewerb, geheimen Wahlen und die Beerdigung eines demokratischen Selbstverständnisses. Ausgrenzung ist Ihre Strategie. Sie hassen im Kern die demokratische Kontroverse, denn ohne Kontroverse, und das kennen Sie gut, gibt es nur eine Meinung. Wir wissen alle, liebe FDP, liebe CDU, dass dieses Desaster eines mit Ansage war. Es wussten genug Führungskräfte in beiden Parteien Bescheid. Sie waren nur wieder einmal auf den medialen Shitstorm von Links und Grünen in keiner Weise vorbereitet. Und so dominieren wieder einmal die Linken am Ende die offizielle politische Lesart. Das ist ein Desaster par excellence. Sie verschlafen seit 2015 eine Antwort auf die AfD. In Strategiepapieren seit 2015 können Sie lesen, dass genau das, was in Thüringen passiert war, geplant war schon lange. Man müsste den politischen Gegner mehr endlich einmal ernst nehmen. Liebe SPD und Grüne, Sie sind hier besonders scheinheilige Vertreter, denn Sie müssten eigentlich kleinlaut zugeben, dass Sie im Vorfeld in Thüringen einen bürgerlichen Ministerpräsidenten verhindert haben. Sie haben sich einer Wahl, zum Beispiel von Herrn Moring, im Vorfeld verweigert. Und damit haben Sie die Zuspitzung auf genau das, was passiert ist, nämlich eine Zuspitzung der Ränder, erst ermöglicht. Alle diejenigen, die eilfertig und reflexartig jetzt gleich wieder von Weimarer Verhältnissen reden, machen einen dramatischen Fehler. Sie stellen erstens die Wahl von Herrn Kemmerich einem Kandidaten der Mitte mit der Wahl eines Extremisten gleich. Schlimm. Ich verstehe die Angst, aber die Gleichsetzung ist dennoch falsch. Zweitens, Sie entwerten die Lehre aus den Weimarer Verhältnissen für den Bürger, für die Wähler. Denn außerhalb der politischen Kreise versteht niemand, was Sie sagen. Ich rede nicht über die Aktivisten auf der Straße, die Linksterroristen, die Anschläge und so weiter. Das ist nicht das normale Volk. In CDU und FDP werden dazu noch reihenweise politische Persönlichkeiten entsorgt, Herr Lindner fast, andere gleich ganz, und Sie helfen damit der AfD auf für mich unvorstellbare Weise. Und noch dramatischer ist das, was folgt. Und ich bitte Sie, das sich wirklich zu Herzen zu nehmen. Mit dem Rücktritt von Herrn Kemmerich vereiteln Sie am Ende die Möglichkeit, das Potenzial einer bürgerlichen Regierung. Und Sie verhelfen damit, Sie alle auch hier, Herrn Björn Höcke, an die AfD-Spitze vorzudringen. Und jetzt glauben Sie ja nicht, dass das gut wäre. Denn während die AfD aktuell führungslos ist und keine Strategie hat und stagniert, obwohl sie massenweise Steilvorlagen ihrerseits geboten bekommen, wird das unter Björn Höcke nicht mehr passieren. Seine Berater haben eine Strategie, sie haben eine Vision und sie werden zwar nicht demokratisch, aber die AfD am Ende einen. Und Gott gnade diesem Land, was dann passiert. Herr Björn Höcke will tatsächlich ein anderes Deutschland. Andere an der linken Seite wollen das auch. Aber Sie immunisieren durch Ihr Verhalten Björn Höcke für eine Wählerschaft, die die Begriffe Nazi und Faschismus schon lange nicht mehr ernst nehmen, weil sie über Gebühr benutzt wurden. Das ist das eigentliche Drama an Thüringen. Es ist auch Ihr Werk. Und ich frage mich besorgt, welche politische Antwort Sie darauf in Zukunft finden wollen. Herzlichen Dank. Frau Petri, die hier als fraktionslose Abgeordnete im Bundestag sitzt und deswegen auch nur eine sehr reduzierte Redezeit hat. Deswegen geht es gleich weiter mit Christoph Matschi für die SPD, ebenfalls aus Thüringen. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich will zunächst mal sagen, ich finde es gut, dass sich die CDU-Fraktion klar distanziert hat von dem Verhalten in Erfurt, auch die FDP sich auch entschuldigt hat. Ich will auf der anderen Seite aber auch gleich sagen, ich finde es falsch, wenn Sie jetzt versuchen, Ihren Fehler hinter Angriffen auf die Linke zu verstecken. Da gehört jetzt erstmal ein bisschen mehr Demut auf die Tagesordnung. Denn der Tabubruch von Erfurt war kein Zufall. Er war kein Zufall. Wäre es anders gewesen, hätte Kemmerich die Wahl nicht annehmen dürfen. Wäre es anders gewesen, hätte sich auch die Union in Thüringen nicht so verhalten dürfen, wie sie sich verhalten hat. Und man kann es in Zeitungen nachlesen. Der Generalsekretär der Thüringer CDU, Herr Walk, hat das noch mal in einem Statement klargemacht. Da sagte er, ich zitiere, ja, wir wussten alle, dass diese theoretische Möglichkeit bestand. Wir wussten es alle. Und trotzdem hat sich die CDU nicht anders verhalten.
Und ich finde, das ist ein bisschen mehr des Nachdenkens in Ihren Reihen wert, anstatt sofort wieder zum Gegenangriff überzugehen. Denn ich glaube, das Problem ist ein bisschen grundsätzlicher. Schon kurz nach der Thüringer Landtagswahl hat der Fraktionsvize der Thüringer Landtagsfraktion, Herr Heim, für ein Bündnis aus CDU, FDP und AfD offensiv geworben. Und er hat das als bürgerliche Mehrheit bezeichnet. Ja. Für solche Strategien, Sie sehen das, werte Kolleginnen und Kollegen von der Union, gibt es dann aber nur Beifall von der AfD. Eins muss klar bleiben. Die AfD ist niemals Bestandteil einer bürgerlichen Mehrheit oder bürgerlichen Politik. Es gibt einen Konsens in der Nachkriegsgeschichte dieser Republik. Und dieser Konsens besagt, dass es keine Zusammenarbeit mit Parteien gibt, die den Faschismus verharmlosen, die nicht bereit sind, die Verantwortung aus dieser Geschichte zu tragen. Und die AfD ist nicht bereit dazu. Das haben die Äußerungen von Ihnen, Herr Gauland, gezeigt, wenn Sie diese Geschichte als Vogelschiss bezeichnen. Das zeigen uns die Äußerungen von Herrn Höcke in Thüringen, der eine 180-Grad-Wende in der Geschichtspolitik verlangt. Diese Partei hat aus der Geschichte nichts gelernt und darf deshalb nicht Bestandteil des demokratischen Konsenses werden. Ja, die Wähler werden das am Ende auch entscheiden, da bin ich sicher. Ein Zwischenhoch für die AfD ist noch kein dauerhafter Erfolg. Und ich bin sicher, wenn die demokratischen Parteien in diesem Land zusammenstehen, wird es niemals für die AfD eine Chance geben, die Politik in diesem Land zu bestimmen. Da bin ich ziemlich sicher. Dass es hier um einen Grundkonsens der Nachkriegspolitik geht, haben uns auch die internationalen Reaktionen gezeigt. Ich will nur zwei ganz kurz zitieren. Da heißt es in der New York Times, die Wahl bringt den desaströsen Zustand der politischen Mitte in Deutschland zum Ausdruck. Und in der Washington Post heißt es, der politische Konsens der politischen Mitte zerfällt. Und diese Entwicklungen haben nationale und kontinentale Bedeutung. Ich finde Sätze, über die Union und FDP ein bisschen länger und tiefer nachdenken sollten. Bei allem, was hier diskutiert worden ist, ist mir aber auch am Schluss wichtig, noch mal darauf hinzuweisen. Das Problem in Thüringen ist ungelöst. Es ist ungelöst, weil Union und FDP im Moment jede politische Lösung blockieren. Ja, Herr Ziemiak, es gibt genau zwei Möglichkeiten, das Dilemma in Thüringen jetzt aufzulösen. Die erste Möglichkeit, Sie unterstützen eine Minderheitsregierung Rot-Rot-Grün. Und wenn Sie sagen niemals, dann muss Ihre Partei für Neuwahlen in Thüringen stimmen. Eins muss klar sein, Herr Ziemiak. Eins muss klar sein. Wer den Scherbenhaufen anrichtet, darf sich hinterher davor drücken, diesen Scherbenhaufen auch wieder aufzuräumen. Machen Sie den Weg frei für Neuwahlen in Thüringen. Christoph Matschi war das für die SPD-Fraktion, sprach er hier, kommt auch aus Thüringen. Jetzt hören wir als nächsten Redner Marco Bülow. Er ist ehemals Mitglied der SPD-Fraktion geworden, ist jetzt aber fraktionsloser Abgeordneter. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, über den Tabubruch, die AfD ist jetzt viel geredet worden. Das Argument, was noch nicht gefallen ist, das wundert mich. Wenn man sich mal anschaut, in Thüringen hat sich jemand zum Ministerpräsidenten wählen lassen wollen und ist ja dann auch gewählt worden, der 5% bekommen hat. Von den eigentlich Wahlberechtigten war es nicht mal jeder 30.,
der die FDP gewählt hat. Alleine schon diese Arroganz zu besitzen, jeder 30. der unterstützt wird, Ministerpräsident zu werden, ich finde, das spricht schon alleine für sich. Ich gebe Christoph Matschi recht, das war kein Zufall, das war geplant und jeder wusste davon. Und deswegen geht es nicht nur darum, zurückzutreten dann am Ende, sondern vielleicht mal dazu zu stehen, was man eigentlich wollte. Man wollte Ministerpräsident werden und man wollte Ministerpräsident mit den rechten Stimmen ist. Das wäre jetzt mal ein Akt der Gerechtigkeit und ein Akt, wo man sagen könnte, da stehe ich wenigstens zu. Aber genau das tut die FDP nicht und das tat auch der Ministerpräsident nicht. Ich glaube, darüber sollten wir diskutieren. Und auch die Glückwünsche, die danach ausgesprochen worden sind aus Reihen der CDU und der FDP, wussten doch, was am Ende daraus gekommen ist. Und auch die waren geplant. Und auch die stehen nicht dazu, warum sie sozusagen aus dem Echo herausgekommen sind. Anstattdessen wird von der Mitte gefaselt. Was ist denn das für eine Mitte, das auf der einen Seite sagt, das ist die Mitte, wenn einer Ministerpräsident wird, der 5% hat, und auf der anderen Seite ein Ex-Ministerpräsident steht, der Beliebtheitswerte von über 70% hat und den als extremistisch zu bezeichnen. Wo ist denn da die Mitte? 70% zählen nicht in der Bevölkerung? Was heißt hier Mitte, über die immer geredet wird, diese sinnentleerte Mitte, über die auch hier wieder ganz viel geredet worden ist heute? Heißt das ohne Haltung? Heißt das ohne Kompass? Und heißt das Fähnlein in den Wind halten? Ja, dann können wir uns vielleicht über diese Mitte einigen. Aber genau das ist der Begriff, der sinnentleert wird. Oder bedeutet Mitte, so wie die Politik der letzten Jahre oder vielen Jahre, wo Union und FDP immer wieder Verantwortung getragen haben, heißt das zum Beispiel, den Niedriglohnsektor aufzubauen? Heißt das hohe Ungleichheit? Heißt das Ausweitung der Waffenexporte? Heißt das kein Klimaschutz? Ist das die Mitte, von der Sie hier sprechen? Ich glaube, wir sollten über diesen Begriff reden, der sinnentleert als Phrase benutzt wird. Genau darüber sollten wir hier mal sprechen. Jedenfalls steht die Mitte im Augenblick eben nicht für Stabilität. Und sie steht vor allen Dingen nicht für die Abgrenzung gegen rechts, sondern sie steht fast schon dafür, dass man ja vielleicht am Ende doch vielleicht kooperieren könnte. Und genau das muss verhindert werden. Dafür sollten wir uns alle einsetzen, und zwar aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Wer die Demokratie verteidigen möchte, wer die Grenzen ziehen sollte, der sollte sich eben nicht hinter Floskeln wie die Mitte verstecken. Der sollte klare Kante zeigen, vor allen Dingen in der Politik. Und der sollte auch sagen, welche Fehler man selbst gemacht hat, anstatt nur auf die AfD zu zeigen und auf die Wählerinnen der Wähler der AfD zu zeigen. Sondern er sollte sagen, welche Fehler haben wir gemacht und was müssen wir jetzt begehen, um es wieder richtig zu machen. Das wäre die richtige Abgrenzung. Und das wäre die Strategie, die Demokratie zu verteidigen. Dankeschön. Vielen Dank, Marco Bülow. Marco Bülow als fraktionsloser Abgeordneter hat hier gesprochen und wir haben noch einen Redner in dieser Aktuellen Stunde und das ist der Abgeordnete Michael Kuffer für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, wir können aus Thüringen Lehren ziehen, wir können diese Lehren annehmen und das alles letztlich für eine, wenn auch schmerzhafte, aber doch immerhin eine Chance nutzen. Oder wir können es durch Rechthaberei vergeigen oder auch durch den Versuch, daraus politischen Honig zu saugen. Liebe Kollegin Mohamed Ali, Sie sind heute mit Ihrer Rede zumindest an dieser Aufgabe bereits gescheitert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Thüringen zeigt nicht, dass sich Thomas Kemmerich von Extremisten wählen lassen wollte. Es zeigt, dass bei der FDP für einen Moment die Versuchung größer war als die Klarheit. Und das reicht dann leider bei einem solchen Manöver der AfD eben nicht. Insofern bin ich dem Kollegen Lindner für seine Rede heute dankbar. Und natürlich hat die AfD in Thüringen getäuscht und manipuliert. Sie haben einen Kandidaten zur Wahl gestellt, nicht damit er gewählt wird, sondern gerade um ihn nicht zu wählen und damit ein taktisches Spiel zu treiben. In Thüringen hat die AfD gezeigt, dass ihr die Täuschung näher liegt als die Wahrhaftigkeit des politischen Angebots. Und Sie haben mit Herrn Höcke in Thüringen einen Mann an der Spitze Ihrer Partei, der nicht nur faktisch den Holocaust verleugnet, der ein Faschist ist und einen Mann, der öffentlich fordert,
Maßnahmen zu ergreifen, ich zitiere, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer nach dieser Aussage noch Zweifel hat, dass damit gewaltsame Maßnahmen gegen Andersdenkende insinuiert werden, der verschließt die Augen vor dem Offensichtlichen. Und solche politischen Vorstellungen werden wir als Union weiter bekämpfen. Die werden wir immer bekämpfen, weil sie damit alles in Frage stellen, worunter Millionen von Menschen so unsagbar gelitten haben und wofür umgekehrt die Nachkriegsgeneration jahrzehntelang so hart gearbeitet hat, um aus diesem größten Trümmerhaufen der Geschichte wieder dieses wunderbare Land und diese wunderbare Demokratie aufzubauen. Selbstverständlich kann es keinen Ministerpräsidenten und keine Regierung geben, die auf einem Fundament steht, die auf solchen Vorstellungen gründen würde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt sage ich Ihnen mal was zu Ihrer politischen Verantwortung. Man kann nicht gleichzeitig einerseits Rechtsextremisten und Neonazis ein Angebot machen und andererseits Bürgerlichen. Das schafft man nicht. Oder umgekehrt gesagt, man schafft es nur, wenn man brutalst täuscht, betrügt oder manipuliert. Und, lieber Herr Gauland, man kann nicht auf Thüringen den Nazi-Höcke loslassen und sich in Berlin im Sommerinterview hinsetzen, zurücklehnen und sagen, ich habe es noch nicht gesagt. So geht's nicht. Und Herr Gauland, die Haltung, mit der Sie hier immer in Ihrem Stuhl sitzen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, steht symbolisch für Ihre Teilnahmslosigkeit gegenüber Leuten wie Herrn Höcke und dem Flügel. Und sie steht symbolisch für Ihre Teilnahmslosigkeit gegenüber diesem Parlament. Ob der Flügel nun im Zentrum Ihrer Partei oder am Rand steht, ist letztlich völlig egal. Entscheidend ist, was Sie dagegen unternehmen und ob Sie ihn bekämpfen. Und ich sage Ihnen, man kann sich hier auch durch Unterlassen an der Demokratie versündigen. Ich muss Ihnen aber auch in Richtung der Linken sagen, man ist nicht nur Demokrat, wenn man links wählt oder die Linke unterstützt. Und wenn man den Kampf gegen den Man kann dem Kampf gegen den Rechtsextremismus nicht dienen, wenn man ihn gleichzeitig für andere Zwecke ausnutzen will. Davor will ich Sie ausdrücklich warnen. Demokrat ist man vor allem, wenn man sich klar und glaubwürdig abgrenzt von Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung, von Gewalt gegen Polizisten und Repräsentanten unseres Staates. Wir werden die Linke nicht mit dem Rechtsextremismus in einen Topf werfen. Wir sind klar in der Einordnung, dass der Linksextremismus und der Linksterrorismus ein polizeiliches und der Rechtsextremismus darüber hinaus ein gesellschaftliches Problem ist. Und wir sind klar in der Differenzierung der verschiedenen Formen des Extremismus und im Erkennen von Faschismus. Aber eines muss ich Ihnen sagen, und das kann ich nicht nachdrücklich genug betonen. Ich kann Sie nicht nachdrücklich genug auffordern, nicht weiter einen Beitrag leisten, sei es vorsätzlich oder auch nur fahrlässig, zur Geschichtsleugnung der anderen Art. Und damit komme ich zum Ende. Unter dem Unrechtsregime der DDR haben so viele Menschen so sehr gelitten, sind Menschen gebrochen, Leben zerstört und auch beendet worden. Wir müssen das weiterhin klar benennen, und Sie müssen anfangen, das klar zu benennen. Ein Staat, in dessen Namen solche Verbrechen geschehen sind, hat keine Legitimation. Er hatte nie eine. Er ist ein Unrechtsstaat gewesen. Es gibt an dieser Stelle keine Unterscheidung zwischen undemokratisch und Unrecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Michael Kuffer war das für die Unionsfraktion hier der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde. Die Linke hatte sie beantragt. Auswirkungen der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, so ist das Thema damals benannt worden für diese Aktuelle Stunde. Und wenn man sie verfolgt hat, dann ist klar, diese Auswirkungen, die werden noch lange anhalten. In Berlin, aber auch in Thüringen wird natürlich weiter nach einem Ausweg aus dieser Regierungskrise gesucht. Am kommenden Montag sollen sich ja Vertreter der Linken, der SPD, der Grünen mit einer Arbeitsgruppe der CDU-Landtagsfraktion treffen, um über einen Ausweg aus dem Dilemma zu beraten. Also das zumindest die Aussichten für Thüringen, aber auch in Berlin werden die Auswirkungen noch lange zu spüren sein. Man muss nur beispielsweise in die CDU schauen und die Auswirkungen, unter anderem ja der angekündigte Rückzug
von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin.